Action! Was ist denn hier passiert? Wieso bin ich nackt? Keine Klamotten mehr im Haus? Wie wär's mal wieder mit einer Shoppingtour bei Bittersweet Paris? Auch ich hab wieder was Schickes Neues gefunden. In Anthrazit Gold. Supergeil. Anfang des Jahres hatte ich euch ja schon mal Bittersweet Paris vorgestellt. Das war diese Seite mit den verrückten Hoodies, Sweatshirts, T-Shirts, Socken, Badehosen. Was hatten wir noch? Kissen waren auch mit dabei. Und ja, diesen Hoodie hier, den kennen vor allem einige schon von euch mittlerweile persönlich. Grüße geht raus an die Ziegen, das streichelt so im Krugerpark. Und anhand dieses Pullis habe ich auch die Community erkannt. Nämlich beim letzten Community-Treff in Hamburg wusste ich sofort, hey, der muss zu uns gehören. Diesen Pulli kenne ich doch irgendwoher. Ja, und heute ist Black Friday, das heißt, ihr könnt neben den üblichen 50% nochmal 20% obendrauf sparen. Also insgesamt 70% Ersparnis. Das Ganze wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Und da sind wir auch schon. Auf der Seite von Bittersweet Paris, die manche von euch ja auch schon kennen, ne, seit Anfang des Jahres, habt ihr vielleicht das ein oder andere dort schon mal geshoppt. Ich habe jetzt einfach mal die Bestseller-Seite aufgerufen, also das, was tatsächlich so am meisten verkauft wird. Das scrollen wir jetzt gleich mal so ein bisschen durch. Auch jetzt erstmal nur die Männerkollektion. Natürlich gibt es eben auch alles für Frauen. Hoodies, Sweatshirts, T-Shirts, Leggings, Badeanzüge und ja, alles mögliche eben. Da könnt ihr ja selber mal durchgucken. Nur um euch auch schon mal so einen groben Eindruck zu vermitteln, gibt es jetzt hier schon mal so einen Überblick über die Pullis. Da sehen wir nämlich auch schon, hier haben wir den Black and White Face Hoodie. Das ist ja genau das Ding, was ich hier hinter mir habe. Ja, wie gesagt, also ich kann mich ja immer nur wiederholen, was ich Anfang des Jahres gesagt hatte. Ich hatte immer so das Gefühl, bedruckte Pullis, was haben die für eine Qualität, ist das nice? Und ja, ich trage den Pulli jetzt eben schon längere Zeit. Deswegen habe ich auch bei der erneuten Anfrage gesagt, ja, gerne. Also ich mache gerne nochmal Werbung für euch, weil ich bin definitiv zufrieden mit der Qualität, die eben definitiv anders ist, als man sich das vorstellt. Wir haben hier auch zum Beispiel den Pulli, den Ghost sicher gegönnt hat, daran habe ich ihn beim Community-Treff erkannt. Und ihr seht, klar, vieles ist sehr bunt. Wir haben ein paar Disney-Dinger auch noch dabei. Ein bisschen was Schlichteres findet man eher seltener. Also es ist wirklich Style zum Auffallen. Klar hat man Sachen, die ein bisschen schlichter sind, wie hier zum Beispiel ein weißes T-Shirt. Oder hier ist ein bisschen weiß dabei, aber alles andere fällt dann auch wieder auf. Den Dreamer-Pulli will ich eigentlich immer noch haben. Den finde ich immer noch mega geil mit der Skyline und diesem Verlauf. Ja, wir sehen eben auch zum Beispiel hier, neben Badeanzügen haben wir auch Badehosen, die man quasi im gleichen Style kaufen kann. Wir schauen uns das gleich nochmal genauer an. Hier gibt es zum Beispiel den gleichen Pulli auch nochmal mit einem Reißverschluss vorne dran. Das gucken wir gleich alles nochmal in Ruhe. Ich scrolle jetzt mal ganz schnell hier durch, damit ihr zumindest schon mal seht, was es hier so ungefähr auf der Seite eben gibt. Es gibt auch diese Sets, die man bekaufen kann. Dann hat man halt das Oberteil und noch eine Jogginghose passend dazu. Ja, also wenn einem der Style gefällt, hier ist es Matrix, gönnt euch. Ansonsten ist wohl diese Katze auch sehr beliebt, ne? Gibt nur noch 14 Stücke hier von dem T-Shirt. Fühle ich aber, ich finde die Katze auch ziemlich geil, also die könnte ich mir vielleicht auch gönnen. Oder als Lehrer hier auch den Mathe-Hoodie, wobei das ist eher weiterführende Schule. Hier, ne, den Black Hoodie, den ich habe, gibt es auch als T-Shirt. Und das gucken wir uns gleich definitiv nochmal genauer an. Man kommt, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich finde diesen Style hier von diesem Pulli mega geil, aber ich hätte das gerne als T-Shirt. Dann klickt ihr einfach drauf und dann kriegt ihr die verschiedenen Varianten. So, wir scrollen nochmal ein bisschen weiter. Ja, und dann kommen wir schon unten an und scheinbar sind das die Bestseller aus Deutschland. Anders kann ich mir auf jeden Fall dieses Beer Summer Set oder so nicht wirklich erklären. So, ich zeige euch mal, wie wir das Ganze jetzt machen. Ich suche jetzt mal nach dem Pulli hier, den ich jetzt anhabe und gebe dafür einfach mal in die Suche meine Lieblingsfarbe ein. Gold. So, einziger Kritikpunkt an dieser Seite, die Ladezeit. Ne? Ich meine, Qualität von der Ware ist super, aber wenn ihr euch da was angucken wollt, ihr müsst immer ein bisschen warten. Ne? Es liegt nicht an eurem Internet, es liegt irgendwie an der Internet-Performance-Seite, das ist jetzt nicht so geil. Aber dafür ist das jetzt ziemlich nice. Wobei jetzt für mich eher weniger, ja, aber so vom Style her finde ich die Leggings ziemlich cool. So, wir suchen nach Gold. Da muss ich auch sagen, ja, also die Dinger gefallen mir auch ganz gut.
Man sieht auch sofort hier normales T-Shirt, Frauen-T-Shirt und da haben wir schon. Ne, den Pulli, den ich habe, gibt es auch als Hoodie. Ich wollte aber diesmal was ohne Kapuze haben, auch als T-Shirt in allen Varianten. Wir gehen jetzt einfach mal da drauf, was ich habe. Nicht als Women, sondern hier als Man. Ne, ist einfach extra alles aufgeteilt. Momentan gibt es, wie gesagt, die 50% sowieso. Wir warten wieder darauf, dass das Ganze kommt. Gibt auch sämtliche Größen von XS bis 3XL. Ich selber trage tendenziell ganz gerne S, wobei es untenrum ein bisschen kürzer ist. Also M passt da auch ganz gut. In meiner langen, dünnen Konstellation. Muss man einfach mal ausprobieren. So, also. Ihr sagt euch jetzt, ihr habt sowas gefunden, Style gefällt euch. Ihr wollt jetzt aber nicht unbedingt einen Pulli haben, sondern vielleicht doch einen Hoodie. Dann könnt ihr hier auf den Hoodie drauf gehen. Und ihr habt immer die möglichen Optionen, was es eben alles gibt. Ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Ich möchte den einfach nochmal hier haben. Ne, gönne ich mir noch ein zweites Mal. Hole mir den in M. Und ja, jetzt adde ich den mal hier. Den adden wir mal dazu. Den habe ich jetzt in meinem Warenkorb. Da gehe ich mal kurz drauf. Gucken wir das Ganze an. Das Ganze kostet, wie gesagt, aktuell 50 Euro vom Preis. Ja, ist jetzt nicht unbedingt günstig. Ist jetzt auch nicht unbedingt super teuer. Es ist halt so ein... Ich würde, habe ich schon beim letzten Mal gesagt, so für eine ordentliche Qualität hast du da schon auch einen ganz soliden Preis. Entscheidend ist ja jetzt, dass es nochmal Rabatt oben drauf gibt. Das heißt, ihr könnt erstmal sowieso, wie schon auch das letzte Mal, die Versandkosten komplett sparen, wenn ihr insgesamt was für 60 Euro holt. Hier oben steht es auch nochmal, da, free shipping over 60 Euro, also... Wenn wir gleich noch einen Teil dazu packen, vielleicht eine Badehose oder so, dann haben wir die 60 Euro sowieso erreicht und sind bei den 60 Euro angekommen. Klar, und dann gibt es eben keine Versandkosten. Wobei die Versandkosten noch günstiger geworden sind. Ich glaube, die waren mal 10 Euro mittlerweile. Meine Kamera verdeckt ist. Ne, ihr seht noch was. Da 6 Euro Versand. Man kann das Ganze aber auch noch anders auswählen. Dann sind es wieder halt 10 Euro Versand. Oder Express Delivery, wenn ihr es noch ganz schnell haben wollt, 12 Euro. Aber lastet man komplett normal, dann wären es theoretisch 6 Euro. Und die kommen dann eben oben noch drauf. Aber entscheidend ist ja jetzt nochmal, dass ihr eben mit meinem Code dann nochmal was eingeben könnt. Ja, gespeicherte Daten, Cookies und so. Und das waren meine früheren Codes und mein Test XY. Das ist doch vom letzten Video. Alter Schwede. Da wollte ich euch zeigen, ne? XYZ, den wende ich jetzt mal an. Discount Code not found. Ne? Der funktioniert auf jeden Fall nicht. Was aber funktioniert, ist eben mein Vornamen einmal groß schreiben. Beim letzten Mal gab es 15% Rabatt und jetzt am Black Friday gibt es 20%. Also einfach nochmal eine 20 dahinter schreiben. Marco 2.0 und Apply. Zack, gibt es einen 10er Rabatt obendrauf. Ne, 20% spart man hier nochmal. Und jetzt können wir ja nochmal gucken, was es noch so gibt. Die kostenlosen Socken gibt es ja auch. Ne, die kann man sich auch gönnen. Die sind dann auch im gleichen Stil wie eben die Klamotten, die ihr kauft. Oder eben auch die Sets, das habe ich ja gerade schon angesprochen. Da habt ihr dann quasi das Oberteil passend zu der Hose. Ne? Da sehen wir das nochmal, eine Jogginghose. Cool, ne? Also, ich weiß nicht, ob mein Goldenes jetzt auch noch dabei ist, ob es da auch die passende Hose zu gibt. Wollen wir uns... Nee, ich will mir jetzt... So viel Geld will ich jetzt gar nicht ausgeben. Ich gehe nochmal auf Man und guck mal hier... Es gibt ja noch ganz andere Sachen. Wir hätten ja zum Beispiel auch noch... Was haben wir denn hier? Gab doch auch... Hier, die Kissen oder Masken. Ich gucke nochmal, ja, Badehose, ja, Badehose auch ganz cool. Ich gucke mal kurz einfach spaßeshalber bei den Kissen rein. Da hat sich jetzt nicht so viel geändert zum letzten Mal. Da haben wir nämlich immer noch auf jeden Fall das Holzkissen. Das brauche ich eigentlich. Aber ja, Badehose. Wir suchen uns jetzt mal einfach irgendwas raus. Eine Badehose, ne, damit wir irgendwie auf diese 60 Euro kommen. Wobei, wir haben jetzt gerade wieder 10 Euro gespart. Ich weiß gar nicht, müssen wir mal schauen. Ob wir da dann überhaupt auf die 60 Euro kommen. Weil jetzt sind wir nicht mehr bei 50 Euro, sondern nur noch bei 40 Euro. Und die Hose, ja, die kostet auch nur dann 25. Naja. Gönnen wir uns auf jeden Fall mal die Hieroglyphen-Swim-Shorts oder die Smileys oder... Geil. Das fühle ich ja mal komplett. Ich trage ja selber gerne Puma und hier ist einfach mal Pumba mit dem gleichen Schriftzug. Finde ich gut, gefällt mir. Wobei vom Stil her würde ich eher sowas hier nehmen. Ne, wieder so ein bisschen schlichtes Gold in Schwarz reingearbeitet. Packen wir jetzt einfach mal, na gut, hier vielleicht doch ein bisschen größer in den Warenkorb. Ja gut, wird sofort wieder reduziert der Preis. Und jetzt gucken wir mal, ob das überhaupt ausreicht. Wir sind aktuell
immer noch zu günstig, ne? Wir kommen gar nicht auf die 60 Euro. Nur mit dem Versand selber sind wir auf den 60 Euro, weil jetzt auch die Swimshorts statt, hier war so 20 Euro, jetzt dann 15 Euro kostet. Oh, komm, dann haben wir noch was ganz anderes raus. Hier, wie wäre es mit einem Badeanzug? Ne? Badeanzug braucht man immer, ne? Hat jeder zu Hause. Ne? Gönnen wir uns einfach mal einen Badeanzug hier. Grand Party Animal. So, den Badeanzug nehmen wir uns. Animal Open Back Swimsuit. Ja, den packen wir uns auf jeden Fall rein. Den fühle ich, den brauche ich. Also, zum Gucken auf jeden Fall. Zum Gucken auf jeden Fall, zum Anziehen. Ich weiß ja nicht. Aber packe ich jetzt einfach mal auch probeweise dazu. Wir gehen hier auf unseren Warenkorb. Und zack, automatisch Shipping is free. Und jetzt muss man mal wirklich bedenken, das ist jetzt auch nochmal geil. Das ist nochmal richtig, richtig geil. Ihr bekommt das dritte Teil kostenlos, im Grunde genommen. Jetzt gucken wir uns mal nämlich die Preise an. Wir sind jetzt insgesamt bei 66 Euro. Der Pulli hat 50 Euro gekostet, mit dem Rabatt schon. War dann runter auf 40. Jetzt haben wir noch die Badehose für 25. Den, hier habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht geguckt, was der kostet. Also Originalpreis 65, Hälfte dann irgendwas mit 30. Ja, aber hier bei Swimshorts sind wir schon bei einem Cent. Ne, 66 Euro. Mit dem Code und dann noch zusätzlich 2 plus 1, free all. Das Angebot kann man sich definitiv mal gönnen. Also hier sieht man nochmal den Gesamtpreis. Irgendwie 108. Wie auch immer das jetzt genau gerechnet wird. Auf jeden Fall, man sieht definitiv hier ein Ersparnis. Ich rechne mich da nie so genau durch. Ich sehe nur, tendenziell kauft man sich auch meistens irgendwie ein, zwei Sachen. Das war jetzt mit der Badehose, sind wir nicht auf den Preis gekommen, weil alles irgendwie zu günstig war. Ja, aber ihr seht, es funktioniert. Code Marco20 eingeben. Guckt euch auf der Seite mal ein bisschen um. Egal, was ihr jetzt genau haben wollt. Ja, bald ist Weihnachten. Vielleicht finden wir noch was Passendes für Weihnachten. So einen typischen, schönen Christmas Hoodie oder so. Habe ich selber noch gar keinen. Könnte ich auch mal einen gebrauchen. Würde mal passen so zu Weihnachtsdreams, aber ja, gut, ich lasse das mal im Raum stehen. Wenn ihr euch einen holen wollt, macht's gerne. Teilt auch gerne mit mir, was ihr euch denn gekauft habt. Da steht doch immer bei, was das für einer ist. Zum Beispiel habt ihr euch jetzt den Happy Christmas Hoodie oder den Birthday Boy Hoodie oder die haben ja alle Namen, die Sachen. Ne? Gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Teil ihr euch geholt habt und ob habt ihr es euch als Hoodie geholt, als Sweatshirt oder als T-Shirt. Das Schöne bei den T-Shirts ist auch, es gibt hier die Longline T-Shirts. Das ist nicht nur namensbedingt genau mein Ding. Ja, wie immer gilt, schaut es euch an, guckt es euch an, gönnt euch mit dem Code Marco20 noch ein paar Prozente, spart ein bisschen Kohle und ihr habt auf jeden Fall langfristig Qualität. Definitiv. Also der Pulli, gut, den habe ich jetzt ein knappes Jahr ungefähr. Ist aber noch, abgesehen davon, dass er eben von den Ziegen attackiert wurde. Ja, immerhin, guck mal, der wurde von den Ziegen attackiert. Ihr habt es beim Community-Treffen mitbekommen. Er wurde dreckig gemacht von den Ziegen und ist wieder fit. Ja, wisst ihr noch, die Ziegen, die sind extra, guck mal, der ist schwarz-weiß. Nur mal so eine kleine Story nebenbei, ne? Und die Ziegen, für die, die es nicht mitbekommen haben, sind genau an meiner weißen Seite hochgesprungen. Haben mir den Pulli komplett versaut, aber er ist wieder fit. So. Ich hoffe, ihr bleibt auch fit. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch was. Wir sehen uns im nächsten Stream. Danke, dass ihr reingeschaut habt und bis dann.